So. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mit dem Thema Bremsflüssigkeit beim Honda Forza beschäftigen. Beziehungsweise wir wollen auch einen Bremsflüssigkeitswechsel machen bei meinem. Ihr könnt beim Honda Forza werksmäßig DOT 4 benutzen oder DOT 5.1. Ganz wichtig, 5.1. Und zwar sind die, ich weiß nicht, was, wie es jetzt nochmal war, Ethylen oder Glykol basiert. Und DOT 5 ist Silikon basiert, also kein DOT 5.1, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt die beiden auch mischen. Der Unterschied der beiden Sorten ist, dass DOT 5.1 einen höheren Siedepunkt hat. Hier ist der Siedepunkt 230 Grad und hier ist der 260 Grad, also der Punkt, ab dem es anfängt, Gasblasen zu bilden. Und hier ist der Nasssiedepunkt bei 5.1 180 Grad und bei DOT 4 ist der 155 Grad. Deswegen nimmt man eigentlich heutzutage 5.1, weil einfach, wie gesagt, es ist überhaupt ein höherer Siedepunkt vorhanden. Es ist auch ein höherer Nasssiedepunkt. Was sagt dieser Nasssiedepunkt? Dieser Nasssiedepunkt ist ironisch gesagt einfach der Punkt, wo man die Flüssigkeit eigentlich wechselt. Der liegt dann hier ungefähr bei 180 Grad oder, wie gesagt, nicht genau, aber das ist halt der Punkt, selbst wenn die Flüssigkeit noch eine gewisse Prozentzahl drin hat, ich glaube 3,7% Wasser, ist trotzdem der Siedepunkt bei 180 Grad, bevor sich Gasblasen bilden. Diese Temperatur, genau, wenn wir von Temperatur reden, die entsteht unten am Bremskolben. Sag mal, du fährst jetzt mal, wir machen mal was richtig Extremes, du fährst jetzt mal so eine Alpenpassstraße runter mit richtig Speed und bist ständig wieder kurz, es kommen ständig Kurven und du musst immer mal wieder schnell hart anbremsen, dann kommt die nächste Kurve hart anbremsen und dann wird die Bremsflüssigkeit natürlich im Kolben heiß. So. Und da ermöglicht dir halt 5.1 theoretisch bis 260 Grad die Sicherheit, dass keine Gasblasen bilden. Und wenn du dann irgendwann mal in 2 Jahren das Ganze nochmal machst und dann wären wirklich diese 3,7% Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit, dann würden immer noch 180 Grad sein, die dir die Sicherheit geben, dass sich keine Blasen bilden. So, 3,7% mal ganz so, aber nur so angenommen. Das ist, glaube ich, dieser Wert, wo dieser Nasssiedepunkt ist. Deswegen sind beide Punkte sehr wichtig. Und bei DOT 4 ist halt 155 Grad. Das ist ein Stückchen weiter unten. So, der Wechselintervall sagt man bei Bremsflüssigkeit, also richtige Sportmaschinenfahrer machen das jährlich. Die machen jedes Jahr neue Bremsflüssigkeit rein. Ich bin jetzt, oder wir sind jetzt Rollerfahrer. Ich muss jetzt gestehen, es ist jetzt das dritte Jahr. Und jetzt wechsle ich auf 5.1. Wenn das jetzt wirklich eine Maschine wäre, die richtig schwer ist, die wirklich Power, wo ich ständig wirklich massiv bremsen müsste, ne? Wie gesagt, wir sind ja Rollerfahrer und wir sind ja etwas gemütlich unterwegs, also würde ich wahrscheinlich viel früher wechseln, ne? Im Ernst. Einfach weil das ist ja, was haben wir denn außer Bremsen? Nix. Okay, jetzt, also davon wollen wir jetzt nicht reden. Normalerweise sollte man es jedes Jahr machen. Wie gesagt, ich halte für 2 Jahre, besonders bei 5.1, weil 5.1, soweit ich weiß, auch weniger Wasser zieht von der Flüssigkeit selber oder weniger Wasser anziehend ist, wie ich es gelesen habe. Auf jeden Fall hast du auch mehr Spiel, einfach weil es mehr verträgt. Ich möchte es mal wegstellen, weil das ist auch mein altes Gebinde. Das muss ich sowieso in die Entsorgung geben. Das kannst du auch nicht ewig geöffnet lassen. Das zieht natürlich auch in den Gebinden Wasser und irgendwann ist auch da der Wasseranteil höher. So eine Bremsflüssigkeit im versiegelten Behälter hat zum Beispiel 0,05% Wasseranteil. Krass, oder? Und nach 2 Jahren, wie gesagt, irgendwas sagt man dann zwischen 3% und 3,7%. So, wo kommt denn das Wasser her? Also erstmal, du hast vorne am Lenker diese 2 Behälter, wo die Bremsflüssigkeit drin ist. Da sind 2 kleine Löschlein drin, die haben den Sinn, dass da sind Ausgleichsgummis drin, nenne ich die jetzt mal vorsichtig. Eigentlich hast du keine Luft in dem Behältnis oder nur wenig Luft. Da ist so ein Gummi drauf und der kann sich hoch und runter bewegen, weil du pumpst ja auch oben. Und die Luft, die in diesen Bremsflüssigkeitbehälter rein und raus wandert, die wandert oberhalb vom Gummi. Aber durch den Gummi kommt halt auch mit der Zeit Luftfeuchtigkeit. Genauso wie die anderen Dichtungen, die es gibt. Selbst der Bremsschlauch selber, selbst da wandert mit der Zeit Luftfeuchtigkeit durch. Und das ist, Bremsflüssigkeit ist von sich aus, ich glaube, das heißt hygrophob. Sie zieht Feuchtigkeit an oder vermischt sich mit der Feuchtigkeit, ich weiß genau, wie man das nennen soll. Jedenfalls
Genau, sie vermischt sich, weil das Wasser soll sich ja nicht punktuell sammeln, das wäre noch viel gefährlicher, sondern sich direkt damit vermischen. So, also jetzt so viel dazu. Dieses Gas, wie entsteht das? Also du bremst, genau, ich habe was gezeichnet. Wenn du jetzt bremst, ich weiß nicht, ob es in der Kamera zu sehen ist, wenn du jetzt bremst, so sieht man es, das ist jetzt mal ganz professionell gezeichnet. Hier oben ist der Bremsgriff, ich versuche das jetzt zu erkennen, hier ist der Bremsgriff, da haben wir diesen Ausgleichsbehälter. Hier oben ist die Luft, da ist der Ausgleichsbehälter, das ist jetzt unsere Bremsleitung und hier unten ist ja der Bremskolben und das ist halt der Reifen und so. Ne? So, wenn ihr jetzt bremst, entsteht ja aufgrund, dass die Bremsscheibe heiß wird und die Bremsbeläge heiß werden, wird natürlich auch der Bremskolben heiß und in diesem Bremskolben steht ja die Bremsflüssigkeit drin. So, die fängt jetzt, sagen wir mal, an zu kochen, sagen wir mal, ganz schlechte Bremsflüssigkeit, die richtig abgenutzt ist, die hat jetzt ihre 155 Grad erreicht, dann fangen sich an, aufgrund des Wassers darin, Bläschen zu bilden. Und diese Bläschen wandern jetzt hier in diesen Schlauch. Ne? Die sind jetzt hier in dem Schlauch drin und Flüssigkeit ist nicht komprimierbar. Also ja, Flüssigkeit kann man schon komprimieren, aber ihr wisst, was ich meine. Luft kann man ganz stark komprimieren. Denkt mal an Taucherflaschen oder irgendwas. Taucherflaschen. Ne? Luft lässt sich viel stärker oder einfacher komprimieren als Flüssigkeit. So, und du fährst jetzt und ganz typisches Anzeichen, wenn du schlechte Bremsflüssigkeit ist, du fährst los, hast einen super Bremspunkt und dann merkst du mit der Zeit, dass es immer matschiger wird. Und dieses matschiger werden ist genau das, dass du Gas in dieser Bremsleitung hast. Ne? Dass sich da Gas gebildet hat, was in der Leitung hängt. Und das kann sogar so krass werden, wenn du das immer weiter ignorierst, dass du dann auf einmal bremst und du packst einfach nur noch ins Leere. Du komprimierst einfach nur noch dieses Gas, diese Luft, die da drin ist, weil diese Luft steht ja in der Leitung drin. Ich muss wieder drücken, dass ihr den Bildschirm seht. Diese Luft steht ja hier in dieser Leitung drin, ne? Und die presst ja hier oben die Bremsflüssigkeit auch nach oben, ne? Die sackert ja nicht mehr durch. Das heißt, du stehst dann irgendwann da und hast dann, sagen wir mal einfach mal ganz krass, 4 cm Luft in der Leitung. Und wenn du jetzt bremst, dann komprimierst du immer nur die Luft und schaffst es gar nicht mehr, den Kolben rauszudrücken und drückst also ins Leere. Ja, und was dann passiert, kannst du dir denken. Also irgendwo wird es dann kritisch. Gerade dann, wenn du merkst, okay, am Anfang bremst die echt geil und dann wird es immer weniger. Das ist das schlimmste oder das beste Anzeichen. Es ist ganz wichtig, mal die Bremsflüssigkeit zu tauschen. Die macht nämlich ganz, ganz viel aus. Ja, nebenbei schmiert natürlich auch die Bremsflüssigkeit die Kolben und alles. Aber das ist jetzt das keine Problem. Es geht eigentlich wirklich nur um den Wasseranteil der Bremsflüssigkeit, dass die gewechselt werden muss. So, wie wechselt man Bremsflüssigkeit? Prinzipiell ist es ganz einfach. Man schraubt oben diese Kappen auf, wo man die Bremsflüssigkeit nachkippt. Dann gibt es unten immer ein wie nennt man es, Ventil, unten an den Bremskolben, was man aufschraubt. Dann kippt man oben Flüssigkeit nach, drückt zu, dann läuft es unten raus. Dann muss man unten wieder zuschrauben. Dann lässt man los, kippt oben die Flüssigkeit nach, sobald das abgesackt ist. Das machen wir gleich noch. Und dann muss man wieder zudrücken, aufdrehen, zudrücken. Das macht man immer im Wechsel. Viele kennen es auch schon. Und dann gibt es hier so einen Schläuchlein zu kaufen in Amazon. Ich verlinke euch das unten in die Beschreibung. Das hier pinnt man dann unten auf den Pinöppel auf die Bremszange. Und hier ist ein kleines Rückschlagventil drauf. Und zwar, wenn du die Bremszange loslässt, dann zieht der Bremskolben die alte Bremsflüssigkeit unten wieder hoch. Und dieses Rückschlagventil hier drin, das verhindert das eigentlich. Ich würde es mal ausprobieren, ich habe das bis jetzt noch nie benutzt. Ich mache das auf die ganz alte Art, dass ich immer auf und zu mache. Ich habe es mir mal bestellt, ich bin mal gespannt, wie es gleich funktioniert. Wollte ich schon lange probieren. Das montiere ich jetzt schnell mal zusammen. Ah, schön. Schau mal, da ist sogar ein Pfeil drauf, der zeigt, worin das fließt. Das heißt, das stecken wir auf unserem Bremssattel drauf und da läuft dann die alte Bremsflüssigkeit durch. Und hier drin ist einfach eine Feder mit einer Stahlkugel oben. Und wenn wir dann drücken, die Flüssigkeit, dann drückt die Flüssigkeit die Stahlkugel runter, sie kann hier rausfließen und sobald wir loslassen, den Druck nachlassen, blockiert die Stahlkugel einfach die zurücklaufende Flüssigkeit, dass er die wieder ansaugen kann. So. So, was brauchen wir noch zum Bremsflüssigkeit wechseln? Wir brauchen auf jeden Fall einen 8er Schlüssel, einen Kreuzschraubendreher. Mit dem Kreuzschraubendreher machen wir oben den Bremsflüssigkeitsbehälter auf, damit machen wir unten die Schraube an der Bremszange auf. Das bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, das Bremsflüssigkeitsventil oder wie das heißt. Bremsflüssigkeit, wie gesagt, ich werde 5.1 nehmen. Unbedingt Zewa. Wir kleben jetzt oben oder wir decken jetzt gerade noch den Behälter ab. Diese Flüssigkeit löst sehr stark Lack ab. Wenn die irgendwo daneben läuft oder auch irgendwo drüber läuft, ganz schnell mit Wasser abspülen.
Schauen, dass nirgendwo was daneben läuft. Wirklich vorsichtig arbeiten. Das ist ein kleines bisschen Sauzeug. Das gehört nicht dazu. Ja, vielleicht muss es festkleben. Und klaren Behälter, wo wir die alte Bremsflüssigkeit mit auffangen. Jetzt gehen wir mal zur Vorderradbremse runter. Nein, ich zeige euch das erst oben, was wir oben machen müssen. Pass auf. So, jetzt decken wir auf jeden Fall mal hier den Behälter schön ab. Falls was daneben geht, dass es direkt von Zewa aufgefangen wird. Da gibt es welche, die decken das ganze Motorrad ab. So krass mache ich es jetzt nicht. Meine Klimaanlage läuft, falls ich jetzt wundere, warum das Tuch sich bewegt. Das kleben wir jetzt einfach nur mal so, falls das geht, ein bisschen fest. Das reicht schon. So, dann müssen wir hier aufdrehen. Das geht oft richtig schwer. Ich bin mal gespannt, wie einfach das beim Forza geht. Seht ihr auch, mein Bremspunkt ist schon okay noch, ne? Der fühlt sich gut an. Aber ich weiß, am Anfang war viel, viel besser. Wir werden in dem Video auch nur die geil. Nur die Vorderradbremse machen, weil die Hinterradbremse ist genau das gleiche. Da gibt es keinen Unterschied, nur dass sie halt hinten ist. So, einmal. Mal gucken, wie gut die rausgeht. Oh, wunderbar. Ach, das ist ja toll. Gott, bei manchen ist die so feste drin, da bricht hier fast einen ab. Das ist ja schön. So, einmal. Dann legen wir uns schon mal hier einen Tewa zurecht, wo wir den Deckel drauflegen. Vorsicht, wenn ihr den Deckel raushebt, darunter ist immer so eine Gummidichtung. Die hier, die kommt hin und wieder mal, kommt die dann direkt mit. Und darunter ist halt schon Bremsflüssigkeit da. Der ist noch ganz sauber. Da ist auch diese, da sind auch diese Luftöffnungen, die ich meinte, ne? Die Lüftungsöffnungen. So, da ist das Löschlein drin. Könnte sein, dass ich schon Schraubenzieher brauche. Ne, der kommt ganz leicht mit. So, da kommt der Gummi. Schau. Ich heb's mal so ab, dass man es noch sieht. Schau, das ist der Behälter. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt vorsichtig drücke, ob es sich bewegt. Nee. Also das hier ist so ein Ausgleichsgummi. Das ist eine Ausgleichsgummidichtung. Da sind auch Markierungen innen drin, wie viel maximal man später füllen darf. Der bewegt sich halt hoch und runter. Das dichtet das schon gut ab, ne, dass da nicht viel Luft reinkommt. Aber trotzdem, das ist halt trotzdem eine riesige Gummidichtung, wo halt auch Wasser eindringt, sagen wir es so, übertrieben. Das ist Wasser eindringen, wäre jetzt wirklich heftig gesagt, aber es kommt da halt trotzdem Feuchtigkeit rein. So, den auf jeden Fall auch Zewa und auf Seite bringen. Den mache ich dann gleich noch schön sauber. Und jetzt schaue ich mal, wie gut seht ihr da rein. Ihr seht ihr den Behälter rein. Ich kann ich die Kamera losmachen und wieder so anbringen. Ich probier's mal. Dann könnt ihr die euch mal vom Nahen anschauen. Optisch, ja. Sieht gut aus. Schön, schön sauber da drin. Habe ich schon echt wildere gesehen. Gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen für. Also ihr seht jetzt den Flüssigkeitsstand. Der ist so knapp oberhalb dem Fenster, wie es sein sollte. Es ist jetzt auch nicht zu wenig drin. Wunderbar. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Leute, die schnappen sich jetzt so eine Einwegspritze und saugen diese Flüssigkeit oben erstmal ab. Damit man einfach, ja, dann musst du nicht so viel nachkippen, bis es wirklich 100% gewechselt ist, ne? Weil das vermischt sich ja jetzt, wenn ich oben drauf kippe, jedes Mal mit dem Bestehenden, was drin ist. Das Gefährliche ist, man darf auf keinen Fall bis nach ganz unten gelangen. Da unten ist ja so ein Auslass, sage ich vorsichtig. Bis dahin darfst du die Flüssigkeit auf keinen Fall absaugen. Was aber funktioniert, du kannst jetzt schon hier oben hingehen und kannst das wegnehmen, was hier ist, mit der Spritze, bis zu einem gewissen Punkt, so kurz oberhalb, damit du dir einfach sparst, das jedes Mal. Ja, du kippst ja halt jedes Mal was drauf. Jetzt muss ich das mal kurz machen, du musst aufpassen. So. Schau, das ist ja jetzt theoretisch alte Flüssigkeit und ich müsste jedes Mal neue drauf kippen, bis die mal unten rausgelaufen ist. Da besteht jetzt noch keine Gefahr, dass wir von oben Luft reindrücken ins System. Das ist das, was man 1000%ig verhindern muss. Ne? Also wenn du es machst, mach es so, wie es ist. Wie ich es jetzt mache, lass ein kleines bisschen was drinstehen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, es tropft. Lass ein bisschen was drinstehen. Nicht am Lenker wackeln, da unten darf keine Luft drankommen, weil sonst hast du Luft im System und dann kannst du 400 Mal nachkippen, bis du die raus hast. Das ist wirklich eine Heidens-Fummelsarbeit. Wie gesagt, da
wenn man es machen will, so wie ich. Aber dann ruhig ein bisschen was stehen lassen. Ich traue mich jetzt genau noch etwas weiter runter. So. Mehr aber auch nicht. Und dann, wie gesagt, nicht groß am Lenker wackeln. Nicht, dass du irgendwie die Gefahr läufst, dass da unten Luft dran kommt. Das kippen wir hier oben vorsichtig erstmal drauf. Und zwar einen Tipp. Kippt nicht dorthin, wo das Loch ist, sondern in eine Ecke rein, dass ihr nicht so einen, na, ihr wisst, wenn ihr Wasser wo reinkippt, dass das so ein bisschen Luftblasen mit runterzieht. Genau, so, schön, 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 schön. Das kann man ruhig voll machen, weil das pumpen wir sowieso durch. So, dann stellen wir das Behältnis auf Seite. Als nächstes gehen wir nach unten. Hier habt ihr einmal die Bremszange und hier oben ist so ein Gummipnöppel auf so einen Pin. Den Gummipnöppel könnt ihr mal runter machen. Dann seht ihr, da ist so ein Pin drunter. Dann schnappt ihr euch euren 8er Schlüssel und steckt den, also ich mache es immer mit der Ringseite eigentlich, steckt den da drauf. Dann schnappt ihr euch einen Schlauch oder wie gesagt hier dieses Rückschlagventil und stülpt das oben über diesen Pinöppel drüber. So, einen klassischen Silikonschlauch. Ende. Umeinander gespritze hier. So. Also, wir drücken wieder und auf. Zwischendrin immer dran denken, wieder hochgehen, gucken, wie viel muss man nachfüllen, wieder voll machen. Hüpp. Wieder runter, oben Druck aufbauen, unten aufmachen und wieder zu. Und drücken. So, zum Ende hin füllen wir die Bremsflüssigkeit bis knapp über das Sichtfenster auf. So. Das sieht gut aus. Vielleicht ein kleines bisschen noch mehr. Dann kommt als erstes wieder hier unsere Gummidichtung. Die macht ihr, bevor ihr die aufsetzt, mal wieder schön sauber. Ihr seht, bei mir ist da auch ein bisschen Feuchtigkeit oder Flüssigkeit oben drauf. Seht ihr das? Das könnte Wasser sein. Das ist wahrscheinlich sogar Wasser. Hast du es gesehen? Ups, sorry, ich war nicht im Bild. Das war jetzt sehr schlau. Das könnte sogar Wasser sein. Guck mal, weil das weiß ist. Das heißt, ich hatte hier oben Wasser in dieser Gummidichtung. Also es ist wirklich sinnvoll, das mal ordentlich sauber zu machen. Ich werde es mit Bremsen rein hier aussprühen. So sieht das schon viel besser aus. Also es ist schön trocken, schön sauber. So können wir es wieder einsetzen, dass er wieder wirklich 100% dicht ist. Ja. Einmal drauf, halt der Rand. Mal. Auch den Plastikdeckel befreien wir einmal von Feuchtigkeit.
Setzen den auch wieder auf. So. Und zuletzt kommt unsere Kappe drauf und die zwei Schrauben wieder rein. Oh, wunderbar. So, für hinten haben wir das gleiche Spiel. Auch wieder. Oh, die gehen auch wieder schon wunderbar raus hier, die Kreuzschrauben. Klasse. Einmal. Zweimal. Dann einmal den Metalldeckel. Dann die Plastikkappe. Da kommt der Gummi direkt mit raus. So. Oh, auch da ist ziemlich viel Feuchtigkeit drunter. Schau mal, seht ihr das? Das könnte ich jetzt sogar zum Tropfen bringen. Das ist richtig nass, seht ihr das? Da. Und es ist auch Wasser. Ja. So, hier kann ich leider gar nicht so gut die Kamera montieren. Ich nehme jetzt auch wieder hier einen ganzen Schluck ab, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Da. Da geht noch mehr. Dann füllen wir direkt wieder vorsichtig auf. Einmal in die Ecke. So. Jetzt gehen wir nach unten. Ich hoffe, meine Akkus reichen noch so lange. Da haben wir auch wieder einen Pinöppel, der drauf steckt. Den ziehen wir runter. Diesmal machen wir es ja direkt mit dem Silikonschlauch. Der geht auch schöner drauf. So. Und dann müssen wir uns den Behälter noch wohin stellen. Halt, ich habe was vergessen. Wir müssen erst noch den Schlüssel aufstecken. Jetzt kommen wir nicht dran. Oha, hier ist ein Schiebplatz. Das ist aber sehr eng hier. So, das geht. Also aufstecken. Behälter wo platzieren. So, wunderbar. Gleiches Spiel wie vorhin. Oben die Bremse drücken. Und unten das Ventil aufmachen. Dann wieder zumachen. Loslassen, drücken. Auf, zumachen. Wo habt ihr geklemmt? Ich glaube, ich muss schnell meinen Hebel fetten. Also, wir drücken wieder. Dann wieder auf. So, wenn wir fertig sind, einmal richtig aufsetzen. Das ist wirklich sehr eng hier.
einmal richtig anziehen, den Schlauch abziehen, den Rest rauslaufen lassen. Ich möchte mal kontrollieren, dass auch wirklich fest zu ist. Ja. Und dann stecken wir den wieder drauf. Hier sind wir fertig. Halt, noch nicht ganz. Wir müssen noch kurz sauber machen. Ich glaube, ein bisschen ist was daneben, oder? Das ist schnell weg. So. Ja, das sieht gut aus. So. Oben füllen wir wieder auf, bis knapp übers Sichtfenster. So. Ein kleines bisschen mehr noch. So. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Schau, das war an der Kappe oben drin. Ich schätze mal, dass beim Waschen wahrscheinlich auch hin und wieder mal Wasser oben reinkommt durch die Lüftungsöffnung halt. Das mache ich jetzt auch schnell trocken. So, während ich das jetzt hier mal trocken mache, schnell noch ein Hinweis. Wenn du dich vertust, also wenn du den, eigentlich, wie gesehen, ganz simple Sache, ne? Ihr habt ja eigentlich nur unten aufmachen, wenn ihr den Druck aufgebaut habt, gedrückt halten, unten wieder zumachen und dann erst loslassen. Wenn du durcheinander kommst, ist das fast kein krasses Problem. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ihr nicht beachtet beim Pumpen, dass hier oben nichts mehr drin ist. Weil dann pumpst du hier oben mit der Hand Luft rein. Also er saugt sich dann oben durch das Loch Luft ins System. Und das ist so ein bisschen das Schlimmste, was passieren kann. Aber dadurch ist die Bremsanlage nicht kaputt, sondern ihr müsst einfach nur hoffentlich genug Bremsflüssigkeit haben. Weil dann pumpt ihr so lange, ihr macht das dann so oft hintereinander, bis unten aus dem Schlauch kein Bläschen mehr kommt. Und das dauert wirklich. Ich habe das mal aus Versehen selber gemacht. Das dauert eine Zeit lang, aber das ist dann also du musst einfach nur gucken, dass die Luft wieder aus dem System rauskommt. Von alleine steigt die dann nicht raus. Also du brauchst dann nicht warten. Wie gesagt, du musst dann theoretisch nur so lange pumpen, bis das raus ist. Also das ist jetzt schon besser, kann es nicht sein. Die sieht toll aus, tolle Flüssigkeit, sehr sauber. Die Behälter waren überhaupt sehr sauber. So, ich werde es gleich mal hier fertig haben. Wie seht, eine ganz, ganz einfache Sache. Einfach langsam und in Ruhe machen. Ich finde, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ordentlich, sorgfältig arbeiten. Man sagt, so oft muss man es ja auch nicht machen. Oh, das war jetzt ganz schlau. So, jetzt machen wir hier oben noch ein bisschen kurz drüber gehen. So, dann setzen wir schon mal unseren Gummi wieder auf. Kommen Sie her. Wunderbar. Ihr schaut da am Kunststoffkandidaten. Da ist auch ein bisschen Feuchtigkeit. Aber wie gesagt, ich nehme da einfach Bremsenreiniger. Der verflüchtigt recht schnell. Da kannst du einmal drüber sprühen. Das ist ja ganz schnell trocken, das Ding dann. So, dann setzen wir unseren Plastikdeckel wieder auf. Wunderbar. Dann kommt unser Metalldeckel mit der Schrift nach vorne. Also wirklich, ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt hier nicht, wie soll man sagen, was hingemacht. Ich habe hier keinen Spritzschutz hingebaut, weil ich wusste, dass mir nichts daneben geht. Ihr habt bestimmt schon mal alte Mopeds gesehen, da müsst ihr mal darauf achten, wie hier die Deckel aussehen. Das ist ganz wichtig, dass euch nichts daneben läuft. Da seht ihr den Deckel, dass hier überall der Lack immer rundherum abgeht. Immer sauber arbeiten. Diese Bremsflüssigkeit auf Dauer macht den Lack kaputt. Unseren Kunststoff hat ja nicht so viel, tut der nicht so viel. Hauptsächlich lackierte Teile, also so durchgefärbte Kunststoffteile, da passiert eigentlich nichts. Hier, der Lack vom vom Bremsflüssigkeitsdeckel selber ist zum Beispiel empfindlich. Dann wird sie schon weniger. Vielleicht unsere lackierte Schraube hier oder so. Also wir sind da, am schlimmsten trifft es immer die Motorradfahrer mit lackierten Tanks oder sowas. Das siehst du auch, wenn da Tropfen draufgehen, diese Bremsflüssigkeit, die beschädigt sehr schnell den Lack von so einem Tank. So, also die Schrauben hier oben sind ja ein Traum. Super. Ja, einwandfrei. Können wir hier auch den Klimbim abmachen? Schön. Das also hat ja wunderbar geklappt. So, damit haben wir unseren Bremsflüssigkeitswechsel hinter uns gebracht. Ihr seht, das sind so 140 Milliliter, die ich jetzt getauscht habe. Warte, ich halte euch mal da rein. Dann seht ihr es schon, das ist nicht mehr ganz so klar. Ne? So milchig. Milchig ist jetzt übertrieben, aber das sieht schon
Ja, man sieht es auch, ein paar Teilchen sind drin, die schwimmen. Das haben wir jetzt alles ausgespült. Das war eine saubere Sache. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, ich war sowieso ein kleines bisschen drüber. Das bitte nicht in den Ausguss kippen. Das bitte wieder ein ähnliches Gebinde-Verhältnis zurück. Und dort, wo ihr es gekauft habt, könnt ihr es auch zurückgeben. Das wird genauso behandelt wie Öl. So, was ich weiß, Stahlbus bietet so Bremsenentlüftungsschrauben an, die direkt diese Kugel drin haben, diese Gegenschlagkugel. Das gleiche, wie ich jetzt hier im Schlauchprinzip hatte. Dann kannst du eigentlich hingehen, da steckst du nur noch deinen Schläuchlein auf, machst oben die Flüssigkeit rein und pumpst einfach nur, weil die Kugel, die verhindert, dass ja der Rücksog halt entsteht, ne? Die ist dann direkt drin. Ich weiß nicht, was die kosten. Ich werde es mir jetzt nicht kaufen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben dafür. Beim Ölwechsel habe ich mir das von Stabus gekauft, weil es einfach, ja, du bist unten am Boden und ich mache öfters einen Ölwechsel, wie ich meine Bremsflüssigkeit wechseln werde. Das ist halt so. Ich denke, meine nächsten Bremsflüssigkeitswechsel werde ich auch wieder in 2 Jahren angehen. Außer ich merke was massiv, was jetzt auf einmal nicht passen würde, aber das wird nicht der Fall sein. Das hat wunderbar geklappt, das sieht wieder ganz toll aus. Alles ist sauber geblieben, perfekter Zustand. Wie gesagt, an euch nochmal ein Tipp. Ceva, am besten so ein Fenster rein, ihr könnt es immer irgendwo hinlegen. Wenn du aus Versehen irgendwo was daneben kippst, mit Ceva aufnehmen, schön den Glasreiniger drüber sprühen und mit dem Glasreiniger aufwischen. Hier, so hinten den Auspuff, den haben wir ja lackiert. Das wäre so ein gutes Beispiel, wenn es da drauf spritzt, dann solltest du eigentlich, sobald du fertig bist, das möglichst schnell wieder runterwischen, damit euch die Suppe halt nicht den Lack vom Auspuff angreift. Ne? Vorne könnte es zum Beispiel die Felge sein, dass die Felge anfängt zu krisseln. Oder wie ich schon gesagt habe, Kram, die Behälter an sich, so bei alten Mopeds sieht es oft, dass der Lack dann am Rand von diesen Behältern so abbröckelt. Das ist halt, weil da die Flüssigkeit immer dran gekommen ist beim Nachfüllen. Ja. Ich hoffe, das Video hat vielen die Angst davor genommen, wie so meine anderen Videos. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wie gesagt, gebt mir bitte gerne ein Like für das Video, es bringt den Kanal voran. Wenn ihr mir noch nicht folgt, bitte folgt mir, folgt dem Kanal. Und ja, ich habe jetzt auch Feierabend. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.